Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic. Heute geht's wieder ins alte Lager zurück, weil wir einen alten Mann aus dem alten Lager. Was ist das denn? Oh. Weil wir einen Mann aus dem alten Lager auf jeden Fall überzeugen müssen, hier aufgenommen zu werden. Und ich ganz keine Ahnung habe mit Rechtsklick. Okay. Juru, Melvin. Achso. Ich hatte gerade kurz die Hoffnung, dass ich Melvin überzeugen könnte. Lager bei der Trainer war, anscheinend ist er das schon. Und jetzt bräuchte ich eine Schnellreisefunktion eigentlich, aber Mensch. Nein, eben nicht. Es geht wieder zurück. Ich meine, okay, es ist eigentlich nicht wirklich schlimm, weil wir haben ja quasi schon alles, aber ja. Ja. Wieso sind die denn schon wieder da? Ich dachte, ich hätte alles hier getötet. Na. Also, ich könnte langsam echt mal wirklich vom Gottmod wegsteigen, aber ich glaube, das mache ich, wenn ich die nächste Rüstung habe. Also für mein Oberteil eine Rüstung habe. Dann kann ich das mal probieren. Weil die meisten Sachen, die wir haben, haben wir halt mit einem Schlag weg. Und die anderen können wir nicht besiegen. Das heißt, ja. Hier ist doch bestimmt irgendwas Questrelevantes drin. Hier ist gar nichts drin. Aber es ist interessant. Richtig. Hier die Warane konnte ich ja nicht besiegen. So. Ich habe übrigens gerade ein Brot gegessen mit Sauerkirschmarmelade. Oder ist bei Sauerkirsch ist eine Zitrusfrucht? Bin ich mir gerade nicht sicher. Nee, ich glaube nicht, ne? Dann wäre es ja eine Konfitüre, aber ich glaube, es ist eine Marmelade. Ich meine, es ist eine Marmelade und es. Aber es könnte auch eine Konfitüre sein. Ja, ich habe auf jeden Fall Sauerkirsch. Marmeladenartigen Aufschnitt gegessen. Und war lecker. Wichtig, dass ich diese Informationen erzähle. Damit kann ich das Let's Play auf jeden Fall füllen. Okay, hier sind wir falsch. Da hinten sieht das aus wie das alte Lager, neue Lager. Nee, das sind Goblins. Auch nicht richtig. Das doch hier lang, wo ich lang muss? Ich habe ja keine Ahnung, ne? Vor 5 Folgen oder so bin ich hier hingekommen. Da habe ich dann doch schon mittlerweile alles vergessen. Ah. Okay, ich wusste nicht, dass er jemals dieser 3-Zacken-Turm war. 4 Zacken. Auch gut zu wissen. Ich kann aber jetzt zumindest mittlerweile in der Stadt. Oh. Wahrscheinlich noch mehr Sachen gleich verkaufen.
Ja, ansehnlich. Da ist ein Eingang. Richtig. Da müsste ich gleich wieder locker Geld machen können. Ich komme vielleicht bald über die 1000. Was nicht bedeutet, dass ich mal Torus bestechen will. Ich könnte Mordrak mal wieder handeln. Der hat doch Geld, ne? Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Richtig. Der hat jetzt nicht so viel Geld. Okay. Aber wo Mordrak ist, ist das Händlerviertel ja schließlich nicht weit weg. Da gibt es Dexter. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Richtig. Der hat auch nicht so viel. 24 ist der Wert. Wanzenfleisch, Dietriche, Wolfsfelle. Sumpfkraut, das sind alles Sachen, wo ich glaube, die könnte man behalten müssen. Na gut, sowas verkaufe ich ja eh nicht. Ja, das ist doch nicht so ausgiebig gewesen. Aber es gibt ja noch mehr als einen Händler. Ja, zeig mir deine Ware. Ja, der hat genügend. So, ein paar Flügel, damit lässt sich gutes Geld machen. Diese Waffe hier. Wert von 225, guck mal. Habe ich wirklich gleich fast die 1000. So. Ja. Etwa. Und jetzt noch mit den Leuten reden. Irgendjemand muss ja hier noch ins, Nein. Paal. Nee, warte mal, Baal ist ja schon beigetreten. Wache! Ah, ist klar. Ich könnte mal wieder mein Haus, oder wieder mein Haus einweihen, ist auf jeden Fall gut. Dusty? Ich war am Lager der Sekte und hab Melvin getroffen. Und? Was sagt er? Es gefällt ihm anscheinend besser, als sich von den Gardisten schikanieren zu lassen. Hey Mann, er hat den ganzen Spaß ohne mich? Ich muss dahin. Aber ich komme nie aus dem Lager raus. So? Warum nicht? Die Gardisten haben spitz gekriegt, dass ich mich verdrücken will. Schätze, ich habe zu viel geredet. Ich bräuchte mindestens 100 Erz, um die Wachen zu bestechen. Puh, na gut. Was wäre, wenn ich dir die 100 Erz für die Wachen geben würde? Das würdest du tun? Warum? Nun, sagen wir mal, du bist nicht der Einzige, der dein dummes Grinsen gerne im Sektenlager sehen würde. Soll das heißen, du willst mit mir dahin gehen? Ja. Ich werde mit dir zum Sektenlager gehen. Gut, Mann, ich bin bereit. Wir können los, sobald du soweit bist. Aber vergiss nicht, wir brauchen 100 Erz für die Wachen. Klar. Ich bin bereit, lass uns gehen. Okay, lass uns durchs Südtor gehen, auf keinen Fall durchs Nordtor. Die Wachen dort lassen sich garantiert nicht bestechen. Und die Sache mit dem Erz regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Gut, also los. Erstmal möchte ich schlafen. Hey, du! Ja, ich? Guten Morgen! Na. Okay, also wieder direkt zurück. Ich wollte eigentlich auch nur diesen Typen eigentlich abholen. Das war ja alles richtig.
Und damit habe ich eigentlich zwei Sachen mit einem Schlag, ne? Ich habe den Typen hier. Du meinst? Zu seinem Freund gebracht. Und. Das passiert mir nicht normal. Und. Ich, musst du nichts zahlen. Neue Seelen der Bruderschaft. Also ich speichere jetzt mal. Ich könnte ja sagen, machen wir ohne, ne? Hi. Beweg deinen Arsch. Rein oder raus, mir egal. Hauptsache, du stehst mir nicht vor der Nase rum. Mhm. Arbeiten alle Leute hier für Gomez? Nein, die meisten hier sind einfache Buddler. Nur wir Gardisten und die Schatten sind Gomez-Leute. Ah, okay. So. Und wann kommt mein guter Freund? Junge. Wahrscheinlich hast du recht. Wo bist du denn geblieben? Wir wollen doch einen Fluchtversuch machen. Hier wäre das ganz anders. Deine Haut will ich nicht sehen. Ich glaube kaum, dass ich da. Mucho tiempo, we not have. Mucho tiempo haben wir nicht. Und jetzt muss ich bestimmt blechen. Halt! Wo soll's denn mit unserem Freund hier hingehen? Wir sind unterwegs ins Lager der Bruderschaft. Wo ihr nie ankommen werdet. Was? Na. Naja. Gut, dass der nicht mitkämpft. Okay, den Kampf hätten wir nie gewonnen. Ich werde das Schwert haben. Mein Bengel. Ja. Oh, den kann ich nicht treffen. Na. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ach ja. Ich werde halt einfach keine 100 Erz ausgeben, sondern mehr Erz bekommen. Na. Schön. Das Gute ist auch, dass es niemand interessiert hier. Ja. Wo ist eigentlich der Typ hin? Ich hab nichts gesehen. Das wird dir noch leid tun. Was? Ich hab nichts gesehen. Huch. Wirklich nicht. Das wollte ich nicht. Hallo, kann der nicht sterben? Ich hab nichts gesehen. Wie dem auch sei, ich würde den gerne umbringen, aber das kann ich nicht wegen, ja, Gothic. Aua.
Wo auch immer der Typ wieder hin ist. Das ist doch schrecklich hier. Dass da nie die Leute einem folgen, wenn man so eine Mission macht. Wo ist der Typ denn wieder hin? Meine verdammte. Ich begib mich jetzt zum Lager und wenn der da nicht ist, ne? Dann, ey. Das riecht ein bisschen, da ist doch jemand. Ist der das? Ist der das? Ist der das? Bitte. Nein. Hey, du. Wer, ich? Ja, nein, du. Ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Mann, hier geht es ins Orkgebiet. Die machen Kleinholz aus dir. Oh. Gern geschehen. Danke für den Tipp, weil dann weiß ich, dass es der falsche Weg war. Ah, hier ist auch deutlich bekannt über die Brücke. Da bin ich ja gerade eben deshalb gekommen am Anfang der Folge. Eigentlich muss der da sein. Alles andere wäre scheiße. Ich brauche dringend einen schnelleren Sprint. Wirklich, das ist sehr schrecklich. Das ist, ich bewege mich so mit 2 Metern die Stunde. Also, mir fliegen die Ohren um die Haare. Nee. Andersrum. Haare um die Ohren. Eieieiei. Ich dachte gerade, ich hätte jemanden gesehen, aber. Das war wohl nur ein Busch. Also weiter ins Lager. Was? Eieieiei. Warum ist denn der auch so dämlich? Und erzählt ihm, dass er aus dem Lager austreten will. Jetzt mal ganz im Ernst. So. Wenn das nicht klappt, kann man ja immer noch Leute spawnen, glaube ich. Ich habe halt einfach keinen Bock. Wo kriege ich den jetzt her? An seiner Haut. Oder andere Frage, wo habe ich den gefunden? Er ist nicht hier. Ich mach einen Cut, bis zum nächsten Folge. Tschüss.